Herzlich willkommen zur 25. Folge Patrizia 4 mit dem Felix. Moin, moin. Guten Tag. Erstmal eine Viertelstunde überlegen, welche Folge es denn ist. Ja, genau. So, zack, Konvoi kann da Salz abladen und aktivieren. Du darfst wieder fahren. Ui, der Konvoi freut sich. Jetzt entstehen uns aber Lagerkosten. Wo? In Aalborg. Weil wir da 1167 Salz. seltsam. Stark. Ja gut, das sollte ja gleich abgearbeitet sein. Aber wir haben da auch noch keine volle Auslastung mehr. Ach so, ja, da war ja. Gut, aber jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal Salz da drüben. So, Köln. So, wie viele Bettler haben wir? Keine Bettler. Salz läuft voll. Wir haben jetzt da 59 Tuch wieder. Da würde ich sagen, starten wir die Produktion wieder beim Schneider in Köln, wa? Ja, wäre, glaube ich, keine schlechte Idee. Wenn unsere Webereien. Ach, oh, warte mal, wie viel? Ich weiß gar nicht, wie viel die brauchen. Die machen 4,5. Oh, 4,5 ist natürlich nichts, ne? Nicht wirklich. Das heißt, wenn die Volllast laufen, machen die 12, 13. Aber wir haben in London noch 152 Volt, die wir mal wegkarren müssten. Wolle mit und die Ziegel nehmen wir mal mit und dann würde ich mal sagen, hauen wir da noch mal eine Armspeisung rein. Dann kriegen wir nämlich mal unsere Betriebe hier alle voll. Dann könnten wir nämlich auch Getreide wieder anwerfen. Das ist gut. Weil gefühlt Getreide. Die ganze Ostsee braucht alle Getreide. Also wirklich komplett. Okay. Wo ist denn unsere Handelsroute Ostsee? Da ist die. So, Route bearbeiten. Lädst du in London Getreide auf? Ja, das tust du. Hast du gleich 11 Getreide dabei? Wenn du mich meinst, dann gleich ja. Nee, die Handelsroute. Dann fühle ich mich mal nicht angesprochen. Armspeisung ist im Gange, 51 Mitarbeiter, die pro Tag dazukommen. Das ist solide. So, damit läuft der Weber auf Halbproduktion, die Schafzucht auf Halbproduktion und der Getreidehof auf 8%. Aber die Handelsroute Ost, die hat schon. Okay, pass auf. Route bearbeiten, du Auf darfst. Geld kurz. Warte. Wow. Du darfst in Scarborough maximal. Achso, du nimmst sowieso schon noch 1000 mit. Dann gehen wir mal da auf 600 runter. Du darfst nur maximal 600 mitnehmen, weil du ja ein bisschen mehr jetzt an Dings mitnehmen sollst. An Getreide und sowas. Oh, 73 Tuch hat abgeladen. Das heißt, wir haben 130 Tücher mittlerweile schon in Köln und haben 13 Mitarbeiter, die 0,6 verbrauchen. Wow. So, Riepen braucht Wolle. Aalborg braucht Salz. Wir hätten da so 1000 Salz. Komischerweise, ich weiß gar nicht, wo die herkommen.
Aber Fleisch ist echt schon gut, ne? Mit Fleisch könnten wir echt viel Geld machen. Nein, nicht nur könnten. Wir machen mit Fleisch richtig viel Geld. Wie sieht das aus in Danzig? Die brauchen immer noch Ziege und minimal Holz. Wie sieht das aus mit Ziegel? Haben wir 360, ne? Das lohnt sich noch nicht so Ich habe wirklich. gerade eben schon 800 hingefahren. Deshalb auf Kauf einmal Geld. 800 Ziegel. Ja. Okay. So viel wird fast produziert, wenn ich einmal von Danzig nach Norden Alter, die Handelsroute Ostsee nimmt gerade nochmal 300 Salz mit nach Aalborg. Ich glaube, wir brauchen ein neues Lager da. Yay, Feuer London, scheiße. Schon wieder London? Ja, und diesmal kriegen wir es auch voll ab. Geil, freut mich, richtig. Ja, super, ey, traumhaft. Gerade, dass wir unsere Produktion wieder hochfahren können und jetzt fackeln uns die ganze Hütte wieder ab. Solange jetzt noch möglichst viele Ziegel produzieren in der Zeit. Ja. Da darf keiner mehr Ziegel mitnehmen. 630 haben wir auf Lager. Na, die brauchen wir auf jeden Fall. Da wird absolut keine Ziegel mehr abgeholt. Ich sehe dir mal bei unseren tollen Freunden in Scarborough kurz vorbei. Ja, da ist gerade die Handelsroute. Ich krieg locker nicht alles rein. Ne, die darf ja so nur, glaube ich, 200 darf sie mitnehmen. Wir haben ja auch nur 1200 drinnen im Lager, von daher. Ja, kannst du nach London bringen, ne? Das war der Plan, deshalb bin ich direkt abgebogen. Ist unglaublich, ey. Da macht man gerade eine Abendspeisung und schon ist die ganze Scheiße wieder. Ja, da kamen die Armen in die Stadt und auf einmal haben die Stadt angezündet. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass die Handelsroute da nichts mitnimmt. Nein, du darfst London aktuell nicht anfahren. Verpiss dich da. Geh weg. So, jetzt darfst du sie wieder anfahren. Oh, komisch. In London ist gerade ganz viel Holz benötigt. Ui, guck mal jetzt aufs Geld. Ich habe gerade 1000 Holz da verkauft für Maximalpreis. Sehr gut. Ich hoffe nur, dass unsere Tongruben noch lange Zeit laufen können. Das hoffe ich auch. Aber wie gesagt, unsere Tongruben und unser Lager wird abfackeln. Und diesmal werden auch alle Tongruben mit abfackeln. Das ist scheiße. Deswegen müssen wir da jetzt. Gucken, dass wir da hinbekommen. Fährst du schon wieder nach Scarborough? Ja. Oder 2800. Okay, ich gucke schon mal, wie das aussieht. Wir brauchen Käse, Bier, Fleisch und was noch? Getreide. Für die neue Armespeisung dann in London. Das sollen wir hinkriegen. 218 Einwohner hauen jeden Tag ab. 808 Bettler in der Stadt. Das ist krass. Ja.
Oh, also die Handelsroute Ostsee hat 134 Fleisch dabei. Das ist genauso krass. Solange sie jetzt nicht überfallen wird, ist mir das egal. Alter Schwede. Oh, die Handelsroute Nordsee hat jetzt Kleidung dabei, 9 Stück. Das ist gut. Aber wir können gleich die Produktion wieder einstellen, weil wir jetzt natürlich wieder keine Dings herstellen. Ja. Alter, die ganze Stadt wieder abgefackelt, ey. Mann. Ich erhöhe mal die Geschwindigkeit, dass das mal hier ein bisschen schneller geht. Damit das ein bisschen schneller abfackelt. Ich habe auch 33.000 Ja, genau. Fuck it alles ab. Auch unsere. Okay, besorgst du diese Waren für die Abendspeisung? Yep. So, brennt's noch? Ja, fast. Oh, sie Weberein haben es überlebt. Toll. So, das Feuer ist weg. Alles ist abgefackelt. Ist doch schön. So, wir brauchen 6.500 Ziegel und 3.500 Holz. Das Problem ist, wir brauchen erstmal Ziegel, bevor wir Holz weiterverkaufen können. So, dann würde ich jetzt sagen, ich habe ja damit die Ziegel nicht wegkommen, habe ich die Ziegel nämlich mal in mein Schiff geladen. 1.362 Ziegel haben wir. Für. Alter, guck mal aufs Geld jetzt. Wutsch! Alter Schwede. Aber trotzdem, 6.500 Siegel. Das ist schön. 100 Einwohner, ey, das ist unglaublich. Jetzt kommst du damit. Obwohl, jetzt wollen die gar nicht so viel Holz mehr haben, ne? Nicht wirklich, das ist das Problem gerade. Wir müssen kurz warten, bis sich das aktualisiert. Bis sie sich die Baumaterialien da rausholen. Na komm, na komm. Ach, haben immer noch Baumaterialien drin, okay. Wenn wir hier zwei Betriebe mit Tuch bauen würden, kriegen wir 100.000 Euro. Spricht ja erstmal nichts gegen so, ne? Ausbau der Stadt London. Das Wachstum in London hat es letztes Mal nicht so verlaufen, wie es ja schon häufig sind. Die Einwohnerzahl verdoppeln. Belohnung 100.000. Bei welcher Stadt jetzt? London. Soll ich das mal annehmen? Sollte ja eigentlich sich nicht schwer. Ach du Scheiße, willst du mich verarschen? Guck mal, was in Jan und Ronan jetzt ist. Was soll das sein? Was da jetzt für ein Event ist gerade. Ein Sturm. Ja, da passiert gerade alles. Ich habe das mal angenommen. Mal gucken, ob wir das Geld bekommen. Wir brauchen jetzt mal das Zeug für die Abendspeisung. Ah, Konvoi bilden, das ist jetzt.
Was brauche ich jetzt nochmal alles? Bier, Käse. Bier, Käse, Getreide und was war's noch? Tuch oder sowas? Nee. Felle? Irgendwas? Nein, es ist ja eine Speisung, also Essen. Bier, Käse, Getreide, Fleisch. Okay, Getreidehöfe haben wir ja. Aber jetzt können wir noch keine Abendspeisung machen, weil es erst kürzlich an der war. Neue Handelsroute. Du fährst von London nach Köln, nach Aalborg, nach Scarborough. Handel. In London. Lädst du auf? Was soll denn London aufladen? Tuch produzieren wir in London, ne? Ja, ich glaube. Tuch muss nach Handelsmodus. Kontor, Tuch einladen, Tuch Max. So. Kontor ausladen, Tuch Max. Was waren das noch? Ausladen, Holz Max. In Scarborough musst du einladen. Holz 100, dass du in Köln auslädst. In Köln musst du aber einladen, Salz. Max muss nach Aalborg das Zeug bringen, ausladen, Salz. Zack, Max. So, das heißt, er holt jetzt in London, holt er Tuch, fährt das nach Köln, lädt das da aus und Holz lädt er aus. Lädt Salz ein, fährt nach Aalborg, lädt das Salz aus, fährt nach Scarborough, holt Holz. Noch irgendwas? Glaub nicht. Mir würde zumindest spontan nichts anderes einfallen. Gut, dann soll er das mal machen. Brauchen wir Geld? Momentan nicht wirklich so, ne? Brauchen Einwohner in London. Ah, Abendspeisung. Können wir jetzt machen. Oh, wir haben sogar alles da. Null Fleisch. Okay, zack, Waren spenden, Abendspeisung. 6 Einwohner kommen pro Tag dazu. 5% Auslastung. Oh, ey, wir können aber. Alter, jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwo Baumaterial herkriegen. Baumaterial, wo sollen wir das herkriegen? Bergen hat Baumaterial. Oslo, Oslo hat auch Baumaterial. Göteborg auch. Malmö auch. Alles klar, dann mache ich jetzt Bergen, Oslo, Göteborg, Malmö. Traumhaft. So, 16 pro Tag kommen dazu. Ja. Wir produzieren zumindest halt unser Tuch. Mit 20%. Immerhin das, ne? Ah, Handelsroute Produktion. Hat 300 Salz dabei. Ach, das. Oh, nee. Das Ding kriegt ja nur 300 300 mit.
Alles klar, pass auf, dann machen wir es folgendermaßen. Wir haben hier gerade Geld. Zumindest momentan, ja. Wir haben auch Geld, wenn mal eine Route die 300 Fleisch abholt bei unserem super tollen Fleischproduzenten. Wir haben da 364 Fleisch drin. Ja, und wenn wir das da direkt verkaufen würden, 125.000. Ein bisschen Geld. 125.000 ist schon eine Menge. Ja. Denk dran, dass du das alles ins Konto legst, ne? Yep. Weil durch die Abendspeisung, die jetzt im Moment läuft, kriegen wir schon mal 16 Mitarbeiter wieder dazu. Aber jetzt müssten sie erstmal gucken, weil jetzt haben wir, die müssten erstmal hier zusehen, dass sie unsere Produktion bauen. Oh, jetzt haben wir kein Geld mehr. Kannst du was verkaufen? Nee, kannst du auch nicht, ne? Nicht wirklich gerade. Scarborough? Ja, hier Holz. Jetzt müssen wir irgendwo dieses verdammte Baumaterial herbekommen. Dass wenigstens erstmal unsere Produktion da wieder anläuft. Aber das ist jetzt richtig mies. Unsere Hauptproduktion hat nichts mehr. Handelsroute Ostsee. Oh, 52 Getreide. 16 Tuch. 16 Tuch. Oh, was? 186 Tuch haben wir da? Anscheinend. Neunhundertsiebenundzwanzig Salz. Achso, wie viel Salz produzieren wir in Köln? Oh, wir haben in Köln kein Holz mehr oder kaum noch Holz. Okay. 94 noch. 24 Salz produzieren wir. 24 Salz und wir verbrauchen 19,5. Na gut, die Handelsroute fährt jetzt gerade nach Scarborough. Der Fleischwert in Aalborg ist bei 145.000. Oh, Handelsroute Nordsee. 200 Holz dabei. Kriegst du das los da? Bestimmt. Oh ne, kriegst du nicht los. Aber 15 Getreide, 12 Tuch. Okay. Hast der Produktionslinie noch 100 Holz übrig gelassen? Ich habe noch nicht mal Holz rausgenommen, bisher ist es traurig. Die Produktionslinie hat eher mir das Holz übrig gelassen als ich ihr. Na gut, wir brauchen ja Holz in 76 Holz noch. Wir verbrauchen 6 Holz mittlerweile am Tag. Und 19.000 minus. Wollen wir Geld machen? Bisschen Fleisch verkaufen? Wäre vermutlich keine schlechte Idee, wenn ich jetzt behaupte. Ja, dann würde ich sagen, verkaufen wir mal 100, 100 Holz, 100
Rostock, keine Baumaterialien. Stettin, keine Baumaterialien. Lübeck, keine Baumaterialien. Flensburg, Baumaterialien. Ab nach Flensburg. Komm, fahr da jetzt weiter. Wir brauchen Holz jetzt in London, in Köln. Und Tuch. Tuch ist auch gut. Oh, auch in London können wir gerade für 623.000 8.700 Waren kaufen. Das Aber klingt gut. leider kein Baumodell dabei. Okay, fahren wir mal nach London. Ich habe es geschafft, irgendwie 200 Baumodelle zu besorgen. Tropfen auf weißen Stein. Anstatt dass sie erstmal unsere Produktion bauen, ne? Ne, erstmal die ganzen Häuser. Ist auch schön. Nein! Handelsroute Ost so. Was hat die dabei? Wow, die Hans oder Ostsee hat einfach mal 300 Fleisch dabei. Alter, Das ist wenn du gut. jetzt angegriffen wirst, da, ey, dann raste ich aus. Ne, wird nicht angegriffen. Alter, der 300 Fleisch dabei, ist die bescheuert? Nimm doch nicht so viel Fleisch mit. Die hat 300 Fleisch dabei. Naja, ob das gut ausgeht, sehen wir bei der nächsten Folge. Och nee. Haut rein Naja, bis zum doch. nächsten Mal und tschö.